Willkommen zurück zu World of Warships. Ich bin den Kurfürsten und dann mal gucken, was wir in dem Nahkampf alles so wegballern können. Ich glaube, nach C ist eine gute Idee. Obwohl, warte. Nee, doch. Ja, komm. Ja, auf jeden Fall. Okay. Bin mir gerade nicht sicher. Obwohl, doch. Doch, nach C. Nach C ist, glaube ich, eine gute Idee. Da kann man auch Nahkampf. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir mitten durchfahren oder ob wir einfach nach. Ne, außen rum dauert, glaube ich, zu lange von dem Punkt, wo ich hier bin. Dann hätte ich da weiter links spawnen müssen. Yoshino ist AFK. Kremlin haben wir hier in der Hindenburg. Ja, gut. Noch eine Kurfürst. Noch ein Kurfürst. Puerto Rico, sehe ich irgendwie sehr häufig gerade im Spiel gefühlt. Ich frage mich, wie viele Leute da wirklich Geld ausgegeben haben für diese Scheißschiffe. Wobei ich kann es beurteilen, wie gut das Schiff ist, aber ich glaube nicht sehr gut. Ich habe die Dingens gespielt, die Alaska, und ich finde sie geil. Und wenn alle sagen, dass das Schiff schlechter ist als die Alaska, kannst du gleich bei der Alaska bleiben. Dann gebe ich da mal ein bisschen. Höre ich da mal drauf und glaub da auch ein bisschen dran, weil der Last ist halt geil. Ich bin irgendwie nicht scharf auf so eine Kleber zu ballern, weil die halt einfach so scheiße schnell ist. Treffe ich eh nicht. Wird mit HE auf mich geschossen, ey. Von der Montana. Strategischen Mullunder. Ja, der ist so angewinkelt, aber ich habe trotzdem mal mein Glück versucht. Aber mein Glück ist nicht auf meiner Seite. Mein Glück ist nicht existent, ehrlich gesagt. Wenn Smolensk in meine Nähe kommt, werde ich ihn mit meiner Artillerie allein schon wegböllern. Oh Scheiße, da habe ich nicht drauf geachtet. Egal, ich fahre mit Kronos weiter. Weiter weggedreht, der Boy? Kann sein, ich weiß nicht, aber. Oh, da ist schon was im Visier. Cool. In der Reichweite nicht. Und da ist. Was ist das hier? Das ist eine Montana, die Breite der zeigt. Das ist interessant und das gefällt mir sogar sehr gut. Warum zeigt der. Egal. Ich sollte es nicht in Frage stellen. Ich soll einfach damit zufrieden sein. Damit bin ich zwar nicht zufrieden, aber okay.
Schüsse streuen wie eh und je. Mach mich mal vom Acker. Tschüss. Kein Bock hier weiter geraped zu werden von drei Leuten. Junge, wie viel Schaden macht dieses Kackschiff? Von wegen dieses Kacke, ey. Ah, 400 Euro Schiff, ey. Wie viel auch immer. Ne, 200 Euro war das, glaube ich. Wie viel, ne? Das ist aber scheißegal. Wow. Willst du mich verarschen, wie scheiße streuen die Kacke denn? Zwei Schüsse streuen, übelst krass, dass sie noch den Typ treffen, ey. Das ist ja super. Ich brenne an zwei Stellen. Wenn ich das überlebe und ich Sau irgendwann nochmal sehe in dem Spiel, werde ich sowas von ficken, ey. Ich lebe immer noch. Ich bin nicht tot. Problem gelöst. Stay alive. Tot sein müssen! Als ob die ja... Oh, ich hasse dich, Montana. Ich hasse dich. Dass du noch geschossen hast. Ich hasse dich dafür. Whee! Oh, der lenkt ein. Ups. Egal, eintreffen. Nein, ich tu nicht mal eintreffen. Fuck. Verdammt. Unser Team hat die Führung übernommen. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja, moin, das gefällt mir. Schon ein bisschen irgendwie. Ich hätte schon echt gerne jetzt so ein Flieger. So ein Aufklärungsflugzeug. Das wäre schon geil. So, die Yamato visieren wir an mit der Artillerie. Und die Sau ballern wir weg. Mit allem, was wir haben. Wenn er denn ums Eck kommt, die kleine Pussy. Nee, kommt er nicht. Okay, ich bin gerade ein bisschen angepisst wegen ihm, aber das merkt man wahrscheinlich nicht. So, fahren. Los, drive. Forward. Now, please, thanks. Katapultjäger in der Luft. Katapultjäger in der Luft. Unser Sieg ist in Sicht. Oh, Alter! Oh, die Schüsse streuen mega. Oh nein. Oh, das hätte auch tot sein können für ihn. Ich habe einfach kein Glück mit den Schüssen. Ich glaube, die sollten nochmal Präzisions-Update machen hier. Bisschen buffen. Wäre echt nett, danke. Oh, Hallöchen, mein Freund. Na, wie geht's denn so? Kennen wir uns nicht, aber ja.
freue mich, dir zu mitteilen, dass du tot bist. Oder du lebst einfach noch. Was? Wie viel Schaden habe ich gemacht? Oh! Alles klar. Time to say goodbye. La 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 la. Sorry. Den haben wir. Ist die Yamato noch am Leben? Ich weiß es nicht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er jetzt hier ums Eck kommt und mir eine Breitseite drückt, dass ich 30.000 Schaden bekomme und stumm bin. Ja, Yamato lebt noch, ja. Haben die nur eine Yamato? Ne, die hatten zwei. Fuck, okay, das heißt, ich weiß nicht genau, ob der jetzt noch lebt, aber... Ne, doch, das ist die. Ja, die Yamato da, die andere ist da hinten. Alles klar, kann ich mein Pöpöchen nach vorne bewegen. Was? Der lebt noch, der andere Kurfürst? Ja, moin! Kollege, du bist ja... Was? Okay. Gut, nevermind. Der ist einfach auch noch lebt, der Junge. Das ist mal interessant. So, hier, dritter Platz. Ja, kann ich auf jeden Fall mit leben. Yamato hier, Lob. Und die Sau, die möchte ich so gerne reporten dafür, dass er so gut gespielt hat und mich übelst abfacken konnte die ganze Zeit. Dass er so weit unten ist, verstundert mich gerade. Der hat mir doch mein meistes Leben weggehauen, oder nicht? Müsste man hier eigentlich sehen können. Erlittener Schaden. Ich hab Schaden getankt. Nee, wo kann ich das denn genau sehen? Kann ich das nicht hier sehen? Ja. Durch Brände. Das sind, die meisten waren noch von ihm, oder nicht? Na, ich hab keine Ahnung. Na egal. Gut, wir haben die Sau auf jeden Fall gekillt. Das war reicht mir auf jeden Fall mir auch gewonnen. Unser Team sehr gut war, muss man dazu sagen. Kann man hier mal ein bisschen loben. Ne? Sollte man nicht vergessen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao.